This airport is like iPhone. You touch it, it destroyed. Marokkanische Autobahn. Auf dem Hinweg hat man sogar schon mal die Ziegen jetzt gesehen auf den Bäumen. Aber eigentlich haben wir zuerst bloß mal alle Autos deppert rumstehen sehen und haben uns gefragt, was die da alle machen. Die fotografieren die Ziegen auf den Bäumen. Mit dem Waschbrett gearbeitet? Nein. Nachher sterben die, wenn man ihnen Nudeln gibt. Ja, weiß ich nicht, ob die das vertragen, aber Brot haben sie heute schon bekommen. Wie eine Gans. Na. Dann sind wir ja mit dem Fahrrad auch von unserem Campingplatz ein Stückchen in die nächste Ortschaft geradelt zum Supermarkt. Das war schon okay. Also natürlich kommen schon ab und zu mal Autos vorbei und es kann auch mal ein bisschen enger werden. Gerade weil der Seitenstreifen manchmal ganz schön abgefahren ist und ganz schön ausgefranst ist an allen Seiten. Aber der Verkehr ist eigentlich total wenig. Also es ist sehr übersichtlich, was da an einem vorbeifährt. Mit den Klapprädern, muss ich sagen, waren die, keine Ahnung, wie viele Kilometer waren das? 10? Ja. Hat schon gereicht. Also man merkt auf jeden Fall, dass es, wenn es bergauf geht, auch irgendwann mal im ersten Gang so sein Maximum dann erreicht. Ja, aber dafür sind sie okay. Ja, genau. Eben gerade für sowas, dass man einfach mal ein paar Kilometer fährt. Und tut ja auch gut.
Das sind Ziegen. Schön. Ja, mein Surfbrett ist kaputt. Was ist passiert? Ich habe Tropical Wax drauf gehabt, bin irgendwie abgerutscht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es halt überhaupt keinen Grip hat. Bin wirklich mit dem Schneidezahn drangekommen und dann noch reingebissen. Ja. Nach 15 Minuten im Wasser. Mhm. Ja, es war ein kurzes Vergnügen. Im Surfbrett sieht man wirklich zwei Bissspuren. Alle Zähne sind noch drin. Wie war der Surf? Ja, anfängermäßig, würde ich mal sagen. Bist du in der Tube gewesen? Ja, ich war total in der Tube. Na, ich habe mir ein Anfängerboard, ein Softboard ausgeliehen. Nach einer Stunde reicht es mir dann eigentlich auch immer. Und die Wellen hier sind eigentlich für Anfänger super. Man kann halt einfach im Weißwasser ein bisschen üben. Und es ist nichts los. Man hat mal kein Gedränge, dass man sich ständig irgendwie im Weg ist gegenseitig. Das ist schon mal sehr angenehm. Na, aber super. Das ist jetzt unsere Hauskatze. Die hat uns heute Morgen schon besucht. Das ist ein bisschen gemein. Ich habe mir ja eigentlich Katzen- und Hundeverbot in dem Urlaub gegeben, weil ich keine Tollwutimpfung habe. Ist noch kalt draußen? Ja, 9 Grad. Ja, frisch. Aber wenigstens sonnig. Und wir stehen so, dass wir auch mal in der Sonne stehen. Machen wir Frühsport. Gehen jetzt eine Runde joggen. Oder surfen. Der Neopren ist halt noch nass.
Ja, das ist immer das Beste am Surfen. Morgens in einen feuchten, kalten Neopren rein. Wir sind jetzt halt von Sidi Ifni, keine Ahnung, ein paar Kilometer geradelt. Auf den Straßen haut es super hin, es ist nichts los, heute ist Sonntag. Keine Ahnung, ob das in muslimischen Ländern auch was zu bedeuten hat. Wir dachten eigentlich nicht, aber es hat vieles zu. Und es lässt sich so richtig schön hier entlang radeln. Nichts los, ab und zu ein paar Kamele. Und ja, wir fahren dann noch ein Stückchen und dann fahren wir zurück und frühstücken erstmal. Genau. Ich habe sogar zwei Ziegen in dem Baum gesehen. Aha. Leider zu spät. Also keine Profi-Ziegen, sondern Amateur-Ziegen. Es waren auf jeden Fall keine gezwungenen Ziegen, die das machen mussten. Ich weiß es nicht. Ja, dass sie nicht näher kommen. Nicht näher? Nee. Und wenn sie näher kommt? Weggehen. Weggehen. Was trinkst du da? Marokkanisches Bier. Und? Ist okay. Stark. Ist nicht so stark. 4,7%. Okay, schmeckt ein bisschen anders. Ich finde ein bisschen süßlicher. Man kriegt ja so gut wie keinen Alkohol hier. Das haben wir aus einem Carrefour bei Marrakesch gekauft. In der untersten Etage, wo nur Touristen eingekauft haben. 10 Dirham. Alkohol ist hier schon ein bisschen teurer. Ja. Ja gut, die Importbiere, Heineken und was es so gibt und auch das San Miguel. Ja, das war fast das Doppelte, oder? Ich glaube 2,50 Euro für eine kleine Dose. Ja. Ne, ich habe gelesen, dass manche es dulden, wenn man seinen Wein zum Beispiel selber mitbringt und man halt dann danach fragt, ob man den trinken darf. Aber wir haben noch auf keiner Speisekarte Alkohol gelesen. Wir haben uns zwei Paletten von den San Miguel mitgenommen, zwei Flaschen Wein, eine Flasche Rum und im Duty Free von der Fähre eine Flasche Wodka. Reicht ja auch erstmal ein bisschen. Ja, für 3-4 Tage. Einen gemütlichen Abend im Bus. Draußen ist es kalt, Marek ist ein bisschen erkältet. Es schneit so ein bisschen, oder? Ja, gefühlt. Ja, morgen geht's dann weiter. Hoffentlich ist mein Surfbrett fertig. Also entweder es ist repariert bis 12 Uhr mittags oder nicht. Und dann fahren wir trotzdem weiter mit unrepariertem Surfbrett. Machen wir 3 Nächte hier, die längste Aufenthaltszeit. Hat jetzt aber auch mal super gut getan. Fahrradtour, Strand, schöne Cafés und Restaurants. Eigentlich alles, was man so braucht. Alles, was man braucht.
bis auf Supermärkte. Stimmt. Siehst du sie? Ja, sehe ich da hinten im Ausstieg. Okay. No. Ja, wie kriegen wir den illegalen Einwanderer jetzt raus? Ja, aber wirklich. So, jetzt halt auf dem Werkzeug. So, Tür zu. Böse Katze. Böse Katze. Böse Katze. Wir sind in Sidi Kaouiki. Wir haben jetzt 3 Nächte hier übernachtet und es ist ein super schöner Ort. Und wir wollen euch heute mal zeigen, was es hier gibt. Es ist nichts los im Wasser, ein paar Anfänger und ab und zu mal ein paar bessere Surfer im Wasser. Schön ruhig. Ich fand die 3 Tage auf jeden Fall super hier. Zum Sport machen, joggen am Strand, essen gehen, alles super. Jetzt gehen wir einmal durchs Örtchen. Kamelscheiße, aufpassen. Ja. Wir waren im Camping Kaouiki Beach. 3 Nächte, kostet 75 Dirham plus Strom. Im Ort gibt es keinen richtigen Supermarkt, aber überall kann man Surfboards ausleihen. In dem 2-stöckigen Café gibt es die schönsten Sonnenuntergänge hier. Man kann im 2. Stockwerk sitzen, was essen zu Abend. Vom Strand. Aber der Strand ist. Ja, der ist super weit. Wir sind da gestern ein Stück weit entlang gejoggt. Es ging noch ewig lang weiter eigentlich.
hier ist so ein kleiner Platz und da hinten bei Che Iziki haben wir jetzt fast immer gegessen. Super geschmeckt, ja. Preis-Leistung. Super. Einmal Abendessen, hatten wir Fisch und du hattest... Gratin. Und dann hat man noch eine Tagine und ein Falafel-Sandwich, also sehr lecker. Man kriegt eigentlich alles, also es gibt auch Pizza und Pasta, aber auch Einheimisches und super Preis. Ja. Nettes Personal. Ja, und heute geht's weiter. Ja, heute geht's weiter nach Imsuan. Surfboard is like iPhone. You touch it, it destroyed. Hat jetzt der Surf-Reparierer gesagt. Ja. Ja. He is very, very true. It's so true. Ja, also vorsichtig behandeln. So, gehst du zum Surfen oder was? Nein, ich hab's reparieren lassen. Das wird jetzt nicht mehr angefasst. Ich verkaufe das Ding in Deutschland. Ich kaufe mir ein anderes. Ich mag das nicht mehr. Ja.